Jo Leute, Sidney am Start und willkommen zu einem neuen Anatsuno Taizai Video. Wir kommen ganz, ganz zügig, ganz, ganz schnell zu meiner News, zu einer ganz neuen News, zu zwei Stück, was Seven Deadly Sins betrifft. Denn wir reden einmal über den Anime und einmal über den Manga. Und eine News davon finde ich überhaupt nicht gut. Die ist sogar so kacke, dass ich sie ganz, ganz kurz halten möchte. Wir werden heute noch über Black Clover reden. Also im Laufe des Tages kommt noch meine Review zum neuesten Kapitel online. Schaltet da auf jeden Fall rein. Und natürlich, wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Seven Deadly Sins verpassen wollt. Oder, wie ich es bald natürlich auch nennen kann, The Four Nights of Apocalypse. Darüber reden wir als allererstes, und zwar Manga-Sequel ist ja schon bestätigt mit Arthur und so weiter und den Söhnen von Meliodas und Elizabeth und Ban und Elaine mit Tristan und mit Lancelot. Darüber haben wir im letzten Manga-Kapitel gesprochen, dass die Söhne jetzt natürlich kommen und Seven Deadly Sins mutiert zum Sequel zu Four Nights of the Apocalypse, also die vier apokalyptischen Reiter. Die werden quasi das Main Setting bilden im Sequel. Das heißt, einige Charaktere von den Seven Deadly Sins sind sicherlich noch irgendwie mit dabei, mit im Hintergrund oder sowas. Aber die Söhne, Lancelot, Tristan, Ritter der Tafelrunde und so weiter, die stehen im Mittelpunkt. Und jetzt haben wir natürlich einen großen Titel für diese Fortsetzung und das wird eben der Name davon sein. Wann das Ganze losgehen wird, wissen wir noch nicht. Da werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Das ist allerdings der Name von dem Sequel und ich werde sicherlich was dazu machen. Kommen wir zu anderen News, und zwar zum Anime, denn der bekommt tatsächlich eine Fortsetzung. Der bekommt tatsächlich eine Fortsetzung. Jetzt am Mittwoch wäre wahrscheinlich die letzte Episode gekommen, die 24. Also jetzt den nächsten Mittwoch, da wäre die nächste Episode gekommen, die letzte Folge von der dritten Staffel von Seven Deadly Sins. Und wir bekommen tatsächlich in einem fucking halben Jahr, das kannst du dir nicht ausdenken, in einem halben Jahr bekommst du die letzte Staffel von Seven Deadly Sins. Die vierte Staffel von Seven Deadly Sins kommt schon in einem halben Jahr, wo ich mich vor einem halben Jahr noch darüber aufgeregt habe, dass Studio Deen ein knappes Jahr Vorbereitungszeit, ein knappes Jahr Produktionszeit für eine Staffel hingelegt hat, ja, die absolut grottig war. Haben wir jetzt Staffel 4 bestätigt bekommen mit quasi der Hälfte der Zeit. Es ist so wack. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also man will diesen Anime wirklich sowas von untergehen lassen. Das ist unvorstellbar. Eine absolute Katastrophe. Das größte Desaster mitunter in der Anime-Geschichte. Nicht mehr normal. Ich finde das so traurig, dass Seven Deadly Sins so ein guter Anime, so ein guter Manga einfach so ein Treatment bekommen hat mittlerweile. Ihr wisst gar nicht, was die dritte Season alles verursacht hat. Der Anime hat sowas von an Wert verloren. Natürlich bestimmt für einige persönlich nicht. Ich weiß, es gibt noch einige Leute unter euch, die sicherlich die Season gucken oder auch enjoyen oder sonstiges oder nur auf den Inhalt gucken und so weiter, obwohl ich da nicht verstehen kann, warum man nicht auf Manga wechselt, weil inhaltlich ist es das Gleiche bzw. das Bessere. Aber wenn es halt wirklich vom Anime, von der Adaption her abhängt, da muss man halt wirklich sagen, das ist ein Scheißhaufen. Und jetzt werden wir sogar einen Scheißhaufen über einem Scheißhaufen noch kriegen im Oktober diesen Jahres. Da freue ich mich überhaupt nicht drauf. Staffel 3 hat gezeigt, das kann nichts werden. Staffel 4 jetzt mit den Produktionsbrüchen mittlerweile, mit Coronavirus und so weiter. Ich weiß nicht, ob das mit involviert ist, ob das da mit einbrechen kann. Mal gucken. Also kann man nicht sagen, ganz aktuell. Vielleicht wird es auch wieder verschoben. Aber unter diesen ganzen Bedingungen, unter diesen ganzen Einflüssen, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das Staffel 3 toppt. Also das auf gar keinen Fall. Das Studio ist aktuell noch nicht raus. Also es ist noch nicht bekannt, welches Studio das machen wird. Aber Aniplex ist halt nicht wieder am Start. Von daher wird es A1 Pictures nicht sein. Also das Ganze wird nicht zurückkommen. Von daher macht es auch gar keinen Sinn, weil die Verkaufszahlen ja noch gar nicht richtig da sind, weil die dritte Season ja noch nicht mal vorbei ist. Erst in ein paar Tagen. Von daher können wir da erst drüber blicken, wenn es soweit ist. Aber die vierte Season ist bestätigt. Die kommt schon in einem halben Jahr. Und zwar im Herbst 2020. Und ich freue mich ehrlicherweise gar nicht darauf. Das wäre es von meiner Seite aus gewesen zu diesen News. Ich werde später Black Clover machen. Ich denke mal so um 18, 19 Uhr. Auf jeden Fall heute Abend. Schaltet da definitiv rein. Das war ein mega nices Kapitel. Wir kommen später darauf zu sprechen. Das wäre es von meiner Seite aus gewesen. Lasst mir gerne, wie gesagt, positive Bewertungen
unten schönen Kommentar, wie ihr euch natürlich auf den Anime freut und so weiter und auf Manga-Sequel gerne da lassen. Haut rein, ich wünsche euch was, schönes Wochenende, schönen Tag, nicht Corona anstecken, let's go, haut rein. Bis später!